Mein Name ist Volker Reifert. Wir haben hier einen kleinen, niedlichen Kindergarten. Der ist natürlich sehr beschränkt. Eigentlich hätten wir nur Platz für 18 bzw. 21 Kinder. Unser Betriebserlaubnis beinhaltet die Sonderzulassung, die wir halt nicht mehr aufrechterhalten können über die nächsten Jahre. Der Kindergarten ist ein kleiner Kindergarten. Wir sind so familienorientiert. Von den Räumlichkeiten ist es jetzt sehr beengt. Und wir brauchen halt auch wirklich mehr Platz. Die Kinder möchten ja auch spielen können, sich entwickeln können. So ein Projekt können wir nicht aus dem eigenen Haushalt finanzieren, sondern wir brauchen Unterstützung. Wir hatten mitbekommen, dass es Förderprogramme über die Thüringer Aufbaubank gibt. Die EIB, das ist die Europäische Investitionsbank, die Förderbank der EU. Und für uns ist sie deswegen ein ganz, ganz wichtiger Partner, um es über Kommunaldarlehen in Thüringen zu investieren. Um vor Ort spürbare Veränderungen zu erzielen, wissen wir, dass es wichtig ist, eine Pipeline solider, bankfähiger und nachhaltiger Projekte aufzubauen. Wir wollen natürlich gemeinsam mit der EIB zeigen, dass wir uns für die Menschen im Land engagieren, dass es uns wichtig ist, gute, angenehme, erfüllte Lebensverhältnisse überall in Thüringen zu erreichen. Die Kommunen brauchen aber auch Unterstützung bei der Entwicklung ihrer Projekte. Sie haben oft nicht die Ressourcen, wie man so sagt. Sie haben nicht das Know-how, um diese Projekte voranzutreiben. Wir werden Ende des Jahres mit dem Bau beginnen können. Ich denke, ohne die Aufbaubank hätten wir es nicht in diesen schnellen Zeitraum hinbekommen. Und es freut mich, dass wir gemeinsam als Thüringer Aufbaubank mit der EIB da etwas voranbringen. Dass das jetzt so geklappt hat, ist ja ganz toll.